Hallo und herzlich willkommen zurück zu Echo Survival Gaming. Ich nenne es mal so, denn unter dem Namen Echo findet man ja bei Google so gut wie alles Mögliche. Also es gibt ja wirklich zigtausend Sachen, die unter dem Namen Echo laufen, selbst Echo Musik und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich verdammt viel. Und diejenigen, die dieses Spiel vielleicht schon gekauft haben und wollen mal reingucken, ihr findet meinen Server zum Beispiel unter BD Mysteries. Dort ist sozusagen der Server sozusagen eingetragen, hier in der Alpha 5.4 übrigens, da habe ich in der letzten Folge vergessen, welche Alpha-Nummer das ist. Und wie ihr schon seht, unten ist ein Skillpunkt mehr geworden, ist ein Skillpunkt Nummer 4 erschienen. Und dabei habe ich gerade mal von der letzten Folge zur diesigen Folge sind vielleicht 5 Minuten dazwischen. Und das ist sozusagen eine Aufnahmesession, die ich maximal 3 Videos mache, also mindestens 3 Videos mache. Und ja, selbst da kann es schon passieren, dass ein Skillpunkt mehr wird, ohne dass ihr es gesehen habt. Aber wenn ihr in der letzten Folge mal reinguckt, nochmal ganz zum Schluss, es war ja nicht mal viel gewesen, um den nächsten Skillpunkt zu kriegen. Und wie ihr seht, es füllt sich auch ziemlich gut. Ja, es füllt sich auch ziemlich gut. So, lange Rede, kurzer Sinn, kurz geschnackt hier. Jetzt wollen wir weitermachen. Und ich habe, glaube ich, irgendwo was vergessen. Dich kann man eventuell noch essen. Nee, dich kann man nicht mal essen, weil du bist nämlich schon vertrocknet. Ich brauche noch einen Baum. Einen schönen großen Baum. Man sollte auch überlegen, in welcher Größe man die Bäume dann abschlägt. Denn manche können ja auch noch wachsen. Zum Beispiel der hier wird noch wachsen. Das werdet ihr sehen. Hier sind die Wurzeln freigelegt. Das sieht auch ziemlich groß aus. Den werde ich mir mal kappen hier. So, wohin fällt er? Er fällt nach oben. Ist auch kein Problem. Das kriegt man hin. So. Kurz die Pflanze unten drunter aufgekommen. Ist ja nicht so schlimm. Haben wir zumindest. Oh, 2x5. Sehr nice. Da haben wir zumindest auch gleich was zu essen. Das passt schon mal perfekt. Eins. 2, 3, 4, 5. Machen wir uns hier hinten noch ein schönes Fenster rein. Ja. Und dann setzen wir hier oben noch ins drauf. Denn es ist ja wie in Minecraft. Ich mag keine Zweierhöhen. Bin nicht so ein Freund davon. So. Dann könnt ihr mal schon mal überlegen, zumindest euch vielleicht schon mal Gedanken machen, was man dann so in den nächsten Skillpunkt einsetzen könnte. Und wenn ich dann den nächsten Skillpunkt setze, könnt ihr mir meine Kommentare schreiben, hätte ich auch so gemacht oder ich hätte einen anderen gewählt. Ne? Also das könnt ihr mir auch mal schreiben. Wie wären eure Skillpunkt-Einsätze gewesen jetzt in dem nächsten Skillpunkt? Wo hättet ihr euren nächsten Punkt reingesetzt? Und das könnt ihr mir, wie gesagt, ja gerne mal dann in die Kommentare schreiben. Könnt ihr schon mal Gedanken drüber machen, vielleicht schon mal reinschreiben im Kommentar, wo würdet ihr als nächstes, ich mache den Skillbaum sogar nochmal auf, wo würdet ihr als nächstes euren Skillpunkt reinschmeißen, den nächsten Punkt, zum Beispiel in Surviving, ne, könnt ihr ja mal gucken, in Mining, in Logging, in Laborer, also im Labor, ne, also im Buddeln, oder in Hunting, oder in Gathering, ne, oder also anpflanzen und so, Forest, Forager oder in Campfire Cooking oder in Basic Crafting. Ne? Da könnt ihr ja mal oder in Research zum Beispiel oder hier in Civics, ne? In der Kiste zum Beispiel oder auch in der Workbench. Da könnt ihr ja mal, wie gesagt, in den Kommentaren schreiben, was hättet ihr denn gewählt als nächstes. Und ich werde dann mal meinen Skillpunkt mal setzen, den ich mir schon ausgedacht habe. So. Wie gesagt, man muss immer einen gewissen Blick haben, um eben die, die Steine hier dran setzen zu können. Und wie ihr seht, man hat da noch einen gewissen Bauschatten. Das war, glaube ich, bei einer gewissen Alpha-Version noch nicht verfügbar. Dann hat man einfach doch losgebaut. Da gab es dann Anzeigemodus noch gar nicht so sehr. So, dann packen wir dich noch. Und dich mache ich mal weg. Es sind eben nur ein paar Axtschläge. Bis der im Endeffekt weg ist. Ist ja auch gut so.
Im Endeffekt, wenn er dann weg ist, kann ein neuer Baum dann zum Beispiel wachsen. Die wachsen dann einfach so. Es gibt halt noch keine gerichtliche Erklärung, wie das dann passieren kann, weil im richtigen Leben wächst ein Baum ja auch nicht einfach so. Der wächst ja auch dann nur, wenn ein Samen irgendwo hingefallen ist. Und die werden dann meistens durch die Vögel dann verteilt. Ja. So, wo haben wir noch einen schönen großen Baum? Der sieht nur mächtig gewaltig aus, Egon. Dann nehmen wir den hier noch. So, perfekt. Perfekt. So, dann nehmen wir den großen, der ist zu groß. Den müssen wir nochmal halbieren. Den müssen wir einmal halbieren und dann. So, hier schlagen wir nochmal ein kleines Stückchen ab. Oh, das braucht zu viel. So. Jetzt haben wir Zähne. Tja, im späteren Verlauf, wie gesagt, durch die Skillpunkte kann man sich eben halt vieles machen. Ich wollte gerade sagen, es gibt Fische hier, aber einen Sandfisch habe ich noch nie gesehen. So. Das Bauen geht auch ziemlich schnell von da an, das ist ja nie. Also man muss jetzt nicht hier Ewigkeiten hier bauen. Es gibt aber eine Voraussetzung, was man haben muss. Ich glaube, ich wurde sogar schon fertig als Zählen. Ich probiere es mal. Denn im Skillpunkt, ja, den als nächstes setze, ist erstmal hier in Basic Crafting. Und später setze ich dann auch noch nächsten Punkt. Denn wenn ihr dann Basic Crafting ausgewählt habt, seht ihr schon mal, für den nächsten Punkt müsst ihr 2 investieren, um halt zu upgraden. Gibt es zum Beispiel dann eine Workbench. Und diese Workbench könnt ihr euch dann hinsetzen, wo ihr möchtet. Ne? Mit Q und E könnt ihr im Endeffekt dann den Gegenstand drehen. Und könnt ihr euch dann schön hier hinsetzen. Ich werde mir jetzt mal schön drehen und hier hinsetzen. So, dahin. Mit Rechtsklick. Hallo. Ach, mit Rechtsklick, ne. Muss ich mal klicken. So, und dann geht er einfach dorthin, ne, und drückt dann mal E. Und schön seht ihr Status, ne. Die Workbench ist the following Funktion must be placed in a closed room. Also du musst in einem geschlossenen Raum muss die stehen, damit die funktioniert. Ja, könnt zwar vielleicht hier schon mal auswählen, aber es dürfte, genau, es geht noch nichts. Campfire könnt ihr vielleicht noch machen. Da braucht aber einen Stein und 5 Holzer. Aber es muss in einem geschlossenen Raum stehen. Sonst funktioniert diese Crafting Table eben nicht. So, und ein geschlossener Raum ist eben ein Raum mit einem Dach. Deswegen, es gibt Gegenstände, die können auch Raum angrenzend, also auf einer Plattform stehen, ne, und können die sozusagen gesetzt werden. Und können die im Endeffekt dann dort auch verwenden. Aber es muss halt, wie gesagt, ein geschlossener Raum sein. Und deswegen bauen wir mal hier weiter. Und am Anfang können wir eben erstmal nur ein Flachdach draus machen. So. Und der geschlossene Raum wird im Endeffekt dann, ich mach mal eins, ich tu mal hier eins hinsetzen. Und hier eins hinsetzen. Ich mach das mal nach Minecraft-Art. Zack, zack. Zack. Ich werde hier mal noch ins Strand setzen und dann hier oben, wie gesagt, nee. Und hier dann das Dach drauf bauen. Ja, also ich werde mal hier die Ecken setzen. So. Nee. Wieder falsch gesetzt. So. Zack. So, noch ein bisschen Holz holen. Ist ja kein Problem. Also Holz gibt es ja hier, wie soll ich sagen, wie Sand am Meer, ne? Aber ist eben nicht schwierig, Holz zu kriegen. Ne? Holz gibt es ja genug, deswegen
Je nachdem, wo ihr euch niederlasst, müsst ihr bedenken, wie fange ich an? Und das Günstigste ist wirklich mit Holz anzufangen, zumindest jetzt noch. Ich weiß ja nicht, wie es dann im späteren Spielentwicklungsverlauf, wie das dann noch werden soll. Also ob dann noch irgendwas hinzukommt, ob dann die Anfangsmechanismus irgendwie noch verändert wird, skilltechnisch noch irgendwas verändert wird, ob man vielleicht Anfangszeiten schon irgendwelche Skillpunkte, irgendwelche Gegenstände, Axt, Schaufel und Co. schon hat oder so. Ich weiß es nicht. Der ist noch ein bisschen klein hier. Ich werde mir mal. Dann sollte ich auch ein bisschen auf die Größe des Baumes achten, ne? So ist es nie. Ich habe hier bestimmt irgendwo. Habe ich den Baum schon fliegen lassen? Naja, dann werde ich später suchen. Also, Vögel könnt ihr nicht jagen. Das funktioniert noch nicht, zumindest in der Alpha 5.4 noch nicht. Ich weiß nicht, ob es später funktionieren soll. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, wenn dann die nächsten Entwicklungsversionen rauskommen. Wann es auf Steam erscheint, ist auch noch nicht raus. Es soll aber kommen. Wann ist immer die Frage, natürlich immer wann, ne? Aber es wird schon rechtzeitig dann erscheinen. So, jetzt haben wir 10. Ich versuche mal, also ich drücke immer Shift, ich weiß auch nicht wieso. Ich denke immer, da kann ich rennen, aber es ist nicht so. Und das Gewicht übrigens tut sich nicht darauf beziehen, was ihr in der Hand haltet, wie das Holz zum Beispiel. Das Gewicht bezieht sich eben mit das, was ihr im Rucksack habt. Ja. Wenn ihr mal guckt, ich habe 1,9 Kilo. Ich setze das von drinnen, ja. Machen wir das von so. Gehen, kommen hier ran. Zack. Es geht mir eigentlich immer um die Ecken, weil die Ecken kommt man so bescheiden ran, ja. So. Die Decke von drinnen ist dann schnell gesetzt. Also, was heißt schnell? Die ist dann einfacher gesetzt. Brief und Siegel. Übrigens, der Fluss hier, ne, der wird nicht so bleiben. Der wird sozusagen, wie es immer in der Natur eben ist, der wird sich sozusagen, Wasser tut sich seinen Weg bahnen, selbst suchen. Der kann passieren, dass da zum Beispiel dann gewisse Uferstücke eben einfach wegspült, ne? Dass das dann vergrößert oder dass halt Erde irgendwo einfällt, ne? Also kann passieren, dass mein Haus eventuell sogar später dann unter Wasser ist. Wenn ich nichts dran ändere. So, 10 Stück. So. Bin ja gespannt, wie ich mich hier anstelle und wie ich hier diese klimatische Situation auf dem Planeten hier eben ausnutze. Ich habe zum Beispiel, also ich habe, um hier das in Ruhe Videos machen zu können, wie gesagt, ich komme ja nicht immer dazu, Videos eben halt täglich zu machen, sondern ich tue mal eine Aufnahmesession von 3 Videos machen. Und nicht, wenn ich den Server laufen lasse, ne? Und dann nach 30 Tagen sozusagen irgendwann bin ich dann an der fünften und sechsten Videoaufnahmefolge und dann sind schon fast 30 Tage rum und dann kommt eben schlag der Meteorit. Der Meteorit, wo ist denn der eigentlich? Den sieht man normalerweise runterkommen. Ich habe mal ausgeschalten. Ich habe den Meteoriten ausgeschalten. Wenn ihr dann in den Himmel guckt, seht ihr den Meteoriten dann so langsam auf euch zukommen. Nur, also er bewegt sich, ist ja logisch. Ja, ist ja Bewegung. Schon dahinter, na gut, logisch ist manchmal nicht vieles, aber es ist zumindest Bewegung da. So. Dann könnt ihr euch sozusagen auch schon mal überlegen, wo man dann den nächsten Skillpunkt hinschmeißt würdet. Also wo ihr den nächsten Skillpunkt eben investieren würdet. Könnt ihr dann schon mal gucken. Habe ich jetzt 10, ja. Wo würdet ihr zum Beispiel den nächsten Skillpunkt eben investieren? In welche Richtung? So. Ich frage mich bestimmt, es muss doch ein geschlossener Raum sein. Warum habe ich da noch Lücken zwischendrin? Zum Beispiel für Fenster.
Man kann, das Spiel ist sozusagen so gut programmiert worden, deswegen hat auch eine Haustür hier, die ich brauche später. Das Spiel ist so gut programmiert worden, dass das Spiel erkennt, dass es ein Gebäude ist und ein Gebäude muss ja Fenster haben. Es gibt es ja in der Wirklichkeit, habt ihr ja auch Fenster in eurer Wohnung drin, oder in eurem Haus drin, ne? Wo ihr dann im Endeffekt, ja, ihr müsst immer noch. Status. Muss immer noch. Na, bevor sie funktioniert, braucht immer noch einen geschlossenen Raum. So, wo hab ich den Baum abgeholzt? Ich glaube hier oben. Ja, ich wünschte mir auch, man könnte rennen. Zu mir, für mich ist auch auf Kosten der Kalorien. Hätte ich damit überhaupt kein Problem damit. So. Schlag mal hier noch. Das sind 9. Können wir noch ein kleines Teil abschlagen? 10? Ne, geht nicht. Schade. So. Sozusagen Surviving auf einem eigenen Planeten. Ihr könnt jetzt, wie gesagt, das Ganze auch mit Freunden spielen. Ne? Also ihr könnt auch gerne Multiplayer machen. Auch übelst cool. Das wird bestimmt auch irgendwann bei mir dann passieren, dass ich jemanden habe, der mitspielt. Ich denke mal vielleicht auch... Naja, mal sehen. Vielleicht in der nächsten Videos. Schauen wir mal. So. Kleiner Raum geschlossen. Man kann auch ein Dach drauf bauen, ne? So ist es nie. So, wo hab ich denn jetzt? Wo hab ich denn den Baum jetzt? Hier oben. Ach, hier. Dich machen wir erstmal weg. Und dann du machst mal die letzten drei Pflanzen essen, die wir noch einstecken. So, was wir machen ist zum Beispiel diese Samen, die können wir in den Rucksack reinschmeißen. Das werden wir auch mal machen, um die Leiste unten frei zu haben. Und dann tun wir hier mal noch mit Rechtsklick mal noch ein paar Pflänzchen essen. Dann können wir nebenbei gucken, ob hier irgendwo Pflänzchen rumstehen, die wir einsammeln könnten. Aber ich meine, ich meine, denkt, ah, hier bei dir vertrocknet alles. In der Wirklichkeit würden die Pflanzen genauso vertrocknen, ab einem gewissen Punkt. Ne? Irgendwann sterben Pflanzen nun mal. Man muss eben aufpassen, auch bei den Tierjagd später, also was ich da machen werde, ist, Tierjagen, dass ich nicht immer nur von einer und derselben Sorte Tier jage. Ne? Also nicht immer nur Hasen jage zum Beispiel. Dann könnte sozusagen die Population der Hasen zum Beispiel aussterben lassen. Ne? Also dass die Hasen dann aussterben, dann gibt es dann keine Hasen mehr hier auf dieser Welt. Man muss immer abwägen, was man halt so jagt, also was man sich dann halt als Essen organisiert. Man kann auch Felder anbauen. Das gibt es ja auch die Möglichkeit. Wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns zusammen an. Da habe ich nämlich noch keinen richtigen, also das will ich selber auch noch nicht. Na, ich will das, wie gesagt, mit euch zusammen entdecken. Ich weiß halt nur ein paar Grundkenntnisse. Und ja, deswegen mal nicht wundern. Und ich will hoffen, dass es nicht ganz so sehr ruckelt. Ich will hoffen, dass es einigermaßen flüssig läuft bei euch, ankommt im Video. Siehst du, ich wollte gerade gucken, wo ich den letzten hingetan habe. So, wie groß bist denn du hier eigentlich? Ich könnte mir eigentlich auch mal fällen. Mal sehen, wohin du fällst. Du fällst in diese Richtung. Perfekt. Krone ist abgefallen. Perfekt. So, ich denke mal, später wird es dann auch kommen, dass es dann gewisse Unterschiede unter den Holzarten gibt. Also nicht unter Holzarten schon gibt, aber dann auch gewisse Holzfarben, also Birke zum Beispiel bleibt weiß und Fichte und Eiche. Ich denke mal, es wird bestimmt auch noch kommen, dass die verschiedenen Holzarten, zurzeit ist es eben halt nur eine Holzsorte. So. So. Zack, zack, na komm her. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir doch schon fast geschafft. Fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 oder 6 Hölzer fehlen noch. Wie ihr seht, das geht ja eigentlich ziemlich flott. Wenn man die Hölzer eben halt nicht so weit weg liegen hat wie ich, ne, dann geht eigentlich immer flotter. So.
So, jetzt haben wir 7. 9. 10. Wie gesagt, ab einem gewissen Punkt kriegt er dann schon das Gefühl raus, dann fürs Holz schlagen. So, und den Eingang habe ich genau hier gesetzt, okay. Dann 1, 2, 3, 4. Das müsste jetzt zu sein. Und den Rest tun wir mit Rechtsklick mal hier rein. Zur Werkbank und schon Status. Wie gesagt, ist ein Raum, ist erkannt worden und schon können wir das ganze Ding verwenden. So, was soll ich als nächstes machen? Jetzt brauche ich natürlich noch Stein. Ich könnte das Ganze natürlich jetzt noch im nächsten Skillpunkt Doom of Glamour investieren. Also, wo würdet ihr als nächstes den Skillpunkt selber investieren? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr im Survivaling zum Beispiel, wo würdet ihr hier als nächstes investieren? Könnt ihr mir jetzt gerne, wie gesagt, mal in die Kommentare schreiben. Ich habe 3 Skillpunkte. Dieses 3 Skillpunkte werde ich jetzt mal mindestens 2 Skillpunkte investieren. Ich tue jetzt, wie gesagt, erstmal in Campfire und in Jagen investieren. Denn Jagen ist wichtig. Ich könnte jetzt noch in hier reinschmeißen, mache ich aber eventuell später. Beziehungsweise hier gibt es ja auch noch in Mining. Dazu brauche ich aber, wie gesagt, noch eine andere Fähigkeit, nämlich das Schaufeln. Brauche ich nämlich auch noch. Aber ich möchte ja gerne, wie gesagt, mir was fertigen. Und Campfire brauche ich nämlich einen Stein. Das ist schon das erste. Und hier von der Truhe würde ich mir gerne fertigen. Da brauche ich noch 4 Hölzer. Und eigentlich auch eine Tür. Wo ist denn die Tür? Tür gibt es ja anscheinend. Nein, die Tür gibt es ja gar nicht. Gibt es wieder woanders drin? Das ist gemein. Research Table brauchen wir Basic Crafting 2, ne? Also ein zweites Level. Ein Farming Table brauchen wir halt Farming. Querying. Da kann man Steine abbeiten, dann verarbeiten. Das ist nicht, dass er denkt, dass er dann wie bei Minecraft dann hier Query einfach auch gut hinstellt und es baut das Rohmaterial ab. Ist nicht so. Roof zum Beispiel, das könnte ich ein Dach oben drauf machen. Das könnte ich ein Dach auf das Häusle machen. Das machen wir alles später. Und ich werde noch den nächsten Skillpunkt investieren in den letzten. Und zwar, du stehen mal, Jagen habe ich schon. Ich nehme jetzt mal eigentlich brauche ich doch noch 2 Skillpunkte normalerweise, ne? Weil ich mache den mal noch in Schaufeln und den nächsten hätte ich natürlich schon in Mining setzen. Hat nämlich 2 gewisse Hintergründe. Ich könnte mir jetzt erstmal Pfeile machen. Ne? Also ich mache mir ein paar Pfeile. 6 Pfeile. Und wie ihr seht, es hat eine gewisse Crafting-Zeit. Ne? Pro Pfeil 6 Sekunden. Und hier hinten im Storage steht, da seht ihr es dran. Währenddessen die fertiggestellt werden, gehe ich mal raus und ein bisschen Holz sammeln. Das mache ich mal noch. Und dann, wenn die Hölzer dann fertig sind, zeige ich euch, dann gehen wir mal eine Runde jagen. Sprich, wenn die Pfeile fertig sind, gehen wir mal eine Runde jagen. So, nochmal ein bisschen an der Hand hier. Lasst mich raten, ihr hättet bestimmt die nächsten 2 Skillpunkte in Schaufeln und in Mining gesetzt, ne? Oder in Hunting und Mining gesetzt. Nur Schaufeln, gut und schön. Ich zeige euch mal was. Schaufeln könnt ihr ja mit der Erde. Ne? Mal gucken hier. Erstmal noch, ich tue mal noch 4 Pfeile machen. So, im Storage sind, wie gesagt, 28 Pfeile. Ich setze schon mal hier unten rein. Das mache ich wieder zu. Die restlichen Pfeile bleiben hier drin. So, und zwar Nummer 3 ist die Schaufel. Ich finde es mit den Schaufeln, finde ich, so geil gemacht. Das finde ich richtig geil gemacht. Da könnten sich manche Survival Games einfach mal eine Scheibe abschneiden. Ne? Übrigens, wenn was fertig ist, kriegt ihr auch eine Information als Chat-Nachricht. Return to the Workbench und kannst eben deine Sachen eben rausholen.
Oder Schaufeln finde ich so geil gemacht, ihr kennt es zum Beispiel von Minecraft, du buddelst und buddelst und buddelst und buddelst und bis die Schaufel kaputt ist. Eure Werkzeuge werden zurzeit, gehen zurzeit noch nicht kaputt. Streng mal, es wird bestimmt irgendwann auch mal kommen. Und um zu schaufeln, ne, nimmt einfach die Schaufel, macht Rechtsklick und schon habt ihr den Dreck auf der Schaufel. Das seht ihr unten in Carrying. Und ich kann jetzt nicht noch einmal schaufeln. Ich kann diesen Dreck jetzt nur irgendwo hinschaufeln. Ne? Mit Rechtsklick könnt ihr es fallen lassen. Und mit Linksklick könnt ihr sozusagen noch was abtragen. Und mit Rechtsklick wieder fallen lassen. Sprich, wie ihr im Real Life eben eine Schaufel eben halt füllt, so füllt sich auch hier die Schaufel. Es gibt auch einen gewissen craftischen Effekt in der ganzen Situation. Gibt es irgendwo Stein? Hast du irgendwo Stein hier? Ich gehe mal kurz gucken. Stein habe ich nicht zufälligerweise hier, oder? Nee, Stein habe ich gerade gar nicht hier. Seht ihr das? Die ganzen Pflanzen sind alle gestorben hier. Ja, ich könnte da. Man kann die aber mit wegmachen. So ist es nicht. Da wachsen dann gewisse neue Pflanzen noch. So, das nehmen wir mit hier. Die Büsche sterben auch schon. So, da werden wir uns mal noch ein paar Pflanzen einstecken, bevor wir hier keine Pflanzen mehr hier in der Gegend haben. Ah, ich dachte mal, die wachsen alle wieder nach. Nach und nach. Ich meine, die Pflanzen, dass die irgendwann mal weniger werden, ist klar, die sterben aus, ne? Ich meine. Ach genau, hier haben wir zum Beispiel Stein. Und ich kann halt keinen Stein abbauen. Geht nicht. Das geht nicht. Das werdet ihr dann später sehen. Wie man das am günstigsten macht. Jetzt muss ich aber erstmal rüber. Kann das nicht rüber. So, mit ein bisschen drücken und würgen, also wenn ich jetzt ein bisschen mehr Kilo einstecken hätte, hätte das bestimmt nicht funktioniert, könnte ich wetten. So, hier gibt es ein paar schöne Bären. So, hier sterben die Büsche alle schon aus. Interessant eigentlich. Ich will mal was gucken, ob man hier zum Beispiel wo was sehen. Also gerade wegen der Jagd, das wollte ich gerne mal noch zeigen. Mal sehen, ob ich irgendwo ein Tier finde. Also einen Hasen oder einen Rutan. Gerade noch nie. Mal sehen, ob wir generell ein bisschen Glück haben. Das ist zum Beispiel auch was zu essen hier, ne? Dazu braucht man aber die Sense, um das eben abformen zu können. Vögel, wie gesagt, kann man nicht jagen. Die fängt man nie. Ich möchte eigentlich hoffen, dass ich mal irgendwie hier im Chat. Gibt es hier irgendwas? Ne, im Chat steht gerade nichts. Gucken, ob ich einen Hasen finde. Auf der Mini-Web übrigens, ne, falls ihr euch mal verlaufen solltet, wenn ihr das erste Teil schon fertiggestellt habt, erscheint auf der Mini-Map im Endeffekt eure eigenes Häuschen. Ne? Und wenn ihr zum Beispiel das dann mit einer abgesteckt habt, mit so einer Gebietsabsteckung, dann findet ihr das auch definitiv wieder, weil es gehört dann nur euch. Bei mir zum Beispiel könnte jetzt noch jemand einbrechen. Hier seht ihr übrigens Kohle. Ja. So. Ich wollte schon sagen, springt tut Kalorien verbrauchen. Ich wollte aber mal gucken, ob es hier irgendwo. Wird doch mal irgendwo ein blöder Hase rumrennen, oder? Mein lieber Scholli, ey.
Und wie gesagt, jede Tätigkeit, die ihr mit eurem Handwerk ausübt, also selber, verbraucht Kalorien. Es wird schon überall Vögel. Aber hier wird doch mal bestimmt irgendwo ein Hase rumspringen, oder? Oder ein Truthahn. Wenn die Welt ist nicht groß, ist ja nur 1 Kilometer. Gut, 1 Kilometer kann schon weit sein, ne? So ist es nie. So, gucken wir mal, wenn wir ruhig stehen bleiben hier irgendwo. Und mal ein bisschen gucken. Oh, gibt es schön viel Stein. Perfekt. Hier ist ein Vogel, das sagst du schon, das ist hier. Den Vogel kann ich leider nicht jagen. Ne, das wird nicht. Das muss ich leider mitnehmen. Ach ne, ihr könnt übrigens, wenn er gezogen hat und loslasst, wie gesagt, verliert ihr den Pfeil. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, auch loslassen. Und könnt euch den, also mit Maus-Scrollen könnt ihr im Endeffekt den Schuss dann sozusagen nicht machen. Also ihr spart euch den Pfeil. So, ich sehe jetzt aber die nächste Ressource, das ist Gold. Ups. Da ich, wie gesagt, noch nicht minen kann und noch keinen Schmelzofen habe, kann ich auch noch in der Richtung noch nichts abbauen. Hallo? Na komm. Sollte auch nicht so viel. Hallo? Gibt's hier echt? Wo sind die ganzen Hasen hin? Hier ist Eisen. Das ist schön, dass ich jetzt die ganzen Sachen finde. Das ist echt interessant. Die Sachen später wiederfinden wird viel interessanter. Da ist einer. Das sind 2 Hasen. Oh. Ich habe 2 Hasen gesehen. Die sind in die Richtung gerannt. Wo sind sie denn jetzt hin? Hallo? Wo sind denn die Hasen? Hallo? Oh, sind die Hasen abgehauen? Och Mann! Man kann die da schlecht von weitem erwischen, ne? Also, die müssen schon ziemlich nah ran sein dann. Aber so schreckt man Sarge auch nicht aus, oder? Na gut, ich werde mal ein paar von den Pflanzen essen. Alleine schon, um unsere Kalorien und Skillpunkte nach oben treiben zu können. Und noch ein paar von den Beeren essen. Alles, was hier Change It Plus ist, ne? Das ist gut. Das, was Change It Minus ist, ist nicht gut. So, jetzt haben wir doch 37 noch was Skillpunkte. Das reicht zumindest erstmal aus. So. Alter Schwede, hier gibt es ja ziemlich viel Gold und Eisen, ne? Wow. Ich habe eine Goldader und Eisenader gefunden. Ist das schön. Das bringt mir auch sonst, wie gesagt, gerade rechtlich wenig. Ich guck mal, ob ich vielleicht doch noch einen Hasen finde. Hobbelt hier vielleicht noch irgendwo mal einer oder? Nö. Gut, ob ich dann zurückkomme oder beziehungsweise ob ich den nächsten, also ob ich dann noch einen Hasen finde. Das alles sieht ihr in der nächsten Folge. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, eure Erfahrungen mit dem Spiel, wenn ihr welche gesammelt habt, immer in die Kommentare schreiben. Und generell Tipps und Tricks, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir auch mal in eure, also in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, es gibt ja auch Rüben, ne? Seht ihr gerade, habt ihr auch gerade noch gefunden, die könnt ihr auch essen. Die geht jetzt ziemlich weit runter. Sehr schön. Die Rüben nehme ich mir mal mit. Rübensamen sind auch gut.
Da haben wir zumindest gleich mal welche. Spielen jetzt schon 11 Kilo schwer. Was ist denn das? Mais. Mais. Korn. Sehr gut. Hab's auch gefunden. Perfekt. Den nehme ich mir auch immer mit. Den kann man nämlich auch essen. Den Energieaushalt auch ein bisschen umwandeln. Wenn wir schon keine Tiere gefunden haben, die wir halt ein bisschen vegetarisch ernähren. Früher oder später werden wir dann Tiere finden. Weil ich habe noch kein Tier getötet, also in der Hinsicht dürfte die Population generell noch gut da sein. Alter Schwede. Oh, ich bin schon voll. Voller als voll. Ich tue mal davon ein paar essen. Ich tue mal von den Rüben ein paar essen. Okay, und wir sind voll. Wir sind satt. So, und da wir ja nicht sterben können, ist schon mal ganz gut. Dann können wir uns zumindest von oben nach unten fallen lassen. So, jetzt ist aber Schluss. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hatte gerade, wie gesagt, nur Glück, dass ich noch ein paar Rüben gefunden habe. Und, tja, ob wir dann in der nächsten Folge noch einen Hasen treffen oder generell, wie es dann weitergeht, das seht ihr dann dort. Ich guck mal, dass ich mein Haus jetzt wiederfinde. Leider hier gibt es ja keine große Karte. Wo ist mein Haus? Wo ist das Haus? Da ist es. Ich bin da oben. Ich muss da runter. Okay. Einfach immer in die Richtung. Perfekt. So, hier ist noch Kohle. Hier ist Stein, oder? Einfach nur in die Richtung. Über die Sandbank rüber, übers Wasser. Ich habe 20 Kilo wieg ich. Tja, das wird sehr interessant. Generell wird das schon sehr interessant werden, weil die ganzen Materialien nachholen. Das wird wirklich richtig interessant. Upsala. So. Klasse. Gut, bis nach Hause laufe ich noch. Dann ist eben halt eine Dreiviertelstunde draus geworden. Ist okay. Ich möchte, wie gesagt, meine Sachen gerne noch dorthin bringen. Vielleicht haben wir sogar Glück, dass bis ich eben dann zu Hause bin, eben vielleicht noch einen Skillpunkt, wie es eben gerade eben passiert ist, noch kriege. So. Ich bin halt in einer gewissen Hinsicht bin ich auch ein bisschen zu schwer. Aber den nächsten Skillpunkt, den werde ich mir gleich mal investieren. Ich werde nämlich noch was mitnehmen. Übrigens mit Shift gedrückt halten und Linksklick kann man den gewissen Stapel auch halbieren. Ne? Aber irgendwie ist das noch verbuggt. Das kann man sozusagen noch nicht machen. Pack mal die Sachen hier in den Rucksack. So. Die Samen packen wir mal in den Rucksack hier. Zack. So, und den nächsten Skillpunkt, wie gesagt, den tue ich mal noch investieren. Und zwar in Surviving und in Mining. Jetzt habe ich, wie gesagt, eine Spitzhacke bekommen. Diese Spitzhacke werde ich mir noch schnell einsetzen, weil ich glaube, ich brauchte einen Stein. So, und ihr könnt, wie gesagt, draufkloppen, wie ihr wollt. Ne? Es funktioniert nicht. Also ihr müsst dann die Schaufel nämlich nehmen und dann abtragen. Und dann mit der Schaufel zur Crafting Table rennen. Was ich jetzt mal machen werde. Ihr seht, hier wächst schon auch wieder was. Sehr nice. Sind wir auf der richtigen Seite? Nö, natürlich nicht. Doch, wir sind auf der richtigen Seite. Perfekt. So, dann geht ihr nämlich zu eurem Crafting Table. Das ist das, was ihr auch noch ändern müssten, finde ich zumindest. Ich zeige euch mal warum. Denn ihr habt, wie gesagt, einen Dreck auf der Schaufel. Und einen Rechtsklick schaufelt ihr euch nämlich hier in die Crafting Table. Und schon könnt ihr euch nämlich ein Campfire machen. Und was man alles mit einem Campfire alles machen kann, das alles seht ihr in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tipps und Tricks könnt ihr, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet.
Könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben. Bis zum nächsten Mal, euer Bloody.